Ich denke, das Spiel ist relativ schnell analysiert, weil nach dem Platzverweis in der 13 oder 14 Minute war es, glaube ich, war es für uns klar, es wird eine reine Abwehrschlacht. Dass die Bayern natürlich zwei Elfmeter verschießen, ist normalerweise ein Zeichen, dass du vielleicht hier sogar einen Punkt machst. Letztendlich das erste Tor gefallen, nachdem unser Abwehrspieler dort ausrutscht. Und ich hätte natürlich den Ball mal sehen wollen, der auf die Latte fällt. Da steht es auf einmal 1-1. Ich kann meinen Jungs kämpferisch überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Einzige, woran wir auch verstärkt jetzt arbeiten werden, sobald wir im Ballbesitz sind, haben wir es nicht geschafft, den Ball auch mal über mehrere Stationen zu spielen, in eigenen Reihen zu halten. Die Bayern da das ein oder andere Mal noch vielleicht ein bisschen zu ärgern. Wir hatten zwei, drei Situationen, aber in Unterzahl war uns klar, dass es schwer wird. Ich halte da nichts davon, jetzt zu sagen, wir müssen die Punkte woanders holen. Wenn es ein bisschen glücklicher oder machen wir uns nichts vor, wenn die Elfmeter treffen, dann bist du vielleicht in der ersten Halbzeit schon im Rückstand. Aber letztendlich, wie die Mannschaft reagiert hat, erstens, solange die Null gehalten, weil wir hatten dann gehofft, auch mit der letzten Auswechslung, wo wir dann nochmal umgestellt haben auf drei Abwehrspieler, dass wir vielleicht noch eine Chance bekommen. Hat nicht funktioniert, dann kommt ein Konter, 2-0 fällt und damit war es entschieden. Aber wir werden natürlich jetzt schauen, dass wir in den nächsten Wochen die notwendigen Punkte holen, um nicht abzusteigen, weil das ist unser Ziel. Dass hier bei Bayern im Vorfeld was möglich war, das haben wir gehofft, aber wie gesagt, nach 14 Minuten war die Hoffnung eigentlich sehr, sehr gering. Deswegen mache ich den Jungs auch keinen Vorwurf, weil dann ist es natürlich schwer, Platz ziemlich tief dann zum Schluss, geht natürlich über die Physis. Und da haben wir, solange wir die Kräfte hatten und solange wir da mithalten konnten, haben wir es gemacht. Und darauf bauen wir auf, das habe ich den Jungs auch gesagt, also kämpferisch top. Spielerisch, ja, haben wir viel zu tun. Ich habe es leider nicht richtig gesehen, weil da war ja eine Spielertraube dann. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass er den Spieler, der eigentlich Richtung Eckfahne läuft, da einen Elfmeter provozieren lässt, weil der hat es ja nur gerne angenommen. Danach weiß ich nicht, wir haben aber den Olli Scheufens jetzt gerade auf der Liga unten gehabt, also der hat den Rücken offen. Der Spieler, der da reingrätscht nach dem gehaltenen Elfmeter, das war natürlich auch an der Grenze. Wir haben draußen alle gesagt, gib beiden gelb. Eine kleine Schubserei, also der konnte dann weiterspielen. Blaue Augen hat er, glaube ich, auch nicht, euer Stürmer. Aber er hat unserem Keeper also richtig eine mitgegeben. Und dass der Keeper dann auch so reagiert, irgendwo verständlich, aber völlig unnötig. Wir haben es ihm auch deutlich mitgegeben. Den zweiten Elfmeter konnte ich gar nicht sehen, ist mir aber bestätigt worden, der war klar. Ja, muss man dann auch so sehen, dass er natürlich der Mario Aller reinkommt aus der Kalten und den zweiten dann auch hält. Sensationell, aber letztendlich können wir uns nichts verkaufen. Der Olli Scheufens wird uns jetzt sicherlich die eine oder andere Woche fehlen. Ich denke aber, das war keine Tätigkeit, also das war irgendwo im Rudeln ein bisschen schubsen und der nimmt es natürlich auch gern mit und fällt dahin, obwohl er vorher ein grobes Foul gespielt hat, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, ein bisschen Fingerspitzengefühl, beide gelb und das Ding wäre weitergegangen.